So, Leute. Wir machen jetzt die Nebenmission. Gucken mal, was es da wartet. Erstmal gehe ich mal noch ein paar Utensilien kaufen. Warte mal, ich glaube. Ne, das hier ist ein Saloon, oder? Oder ist das das Ding? Ne, das ist Bürgermeisteramt. Wo muss ich eigentlich hin? Okay, hier rein. Rita? What do you want? We're looking for your boyfriend, Billy. I told the foreman and the law. I don't know where he went. Now, if you'll excuse me. You love him? Love him? Yeah, like holding hands, sharing your dreams. I know what love is. Sure. I love Billy. Then don't let him die. He's in the Badlands. We need to find him before it's too late. Listen, I'm not supposed to tell anyone. That snitching ain't our thing, girl. Go ahead. Billy said there was gold for anyone brave enough to take it. Up at the White Castle. He wanted me to meet at this little cabin he's staying at. I chickened out. You should go up there and bring Billy back. I'm scared for him. Okay. So. Ah ne, warte, ich wollte noch. Ich wollte hier noch ins Geschäft. Wo waren das jetzt? Das müsste hier irgendwo sein. Hier? Ich weiß es echt nicht mehr. Ne. Wo waren das? Ah, da hinten. Well, don't just stand there. Buy stuff. Kann man irgendwas verkaufen, was wir nicht brauchen? Ich glaube nicht mehr, dass wir die groß einsetzen, oder? Aber wir können es mal noch als lassen. Die werde ich eh auch nicht einsetzen. Aber warten wir mal noch ab. So, was brauchen wir? Flaschen. Enjoy. Cool. It's yours. What else? All yours. That's a nice one. Fresh off the wagon. Napalms können wir auch mal gebrauchen. I aim to satisfy. Alles andere haben wir. So, dann gucken wir mal. Ups, falscher Knopf. Okay. Karte. Okay, let's go. Castle gives me the creeps. We gotta find Billy and grab that gold sniffer. Forget the gold sniffer. Let's get in on this gold. I keep telling you, there's no gold in the Badlands. Yeah, but what if Billy found a secret map? Like a pirate map? Dexter Stills had a map, remember? Turned out to be a brochure for some old casino. There's gold out here. I can't smell, but I can smell it. What is a gold sniffer, exactly? It's like a handheld, what do you call it? A VLF stick. Exactly. It helps miners find gold under the rock. So this a-hole steals the town's most valuable tool. No gold sniffer means no gold for collection day, which means no more sedentary. Hope he's out here. Let's move. Okay. Achso, ich wollte noch was gucken. Ich will mal hier ein bisschen was ändern.
Wir werden das jetzt mal hier nutzen. Hier. Er kann sich das leisten, das ist nicht das Problem. Ah ne, Moment, das sehe ich gerade. Stimmt, sie braucht das, weil sie kriegt ja das nicht automatisch. Moment, was gibt ein großes? Sie hat 8, sie hat 30. Nee, dann reicht ein kleines. Oh! Wollte sich gerade bewegen. Nicht durch. Suche einen anderen Weg. Oh, sie hat gleich einen Kill. Ich glaube, ich muss den locken, oder? Ich habe eine andere Idee. Ich will ihr Ding nicht auch. Doch. Nee, ich kann es nicht anders, der Mann. Wir sind ja immun dagegen. Scheiße. Ihre Fähigkeiten jetzt wirklich dafür verschwenden. Zum Kotzen. Weil den anderen muss ich ja auch ausschalten. Ich frage mich echt, wie der so gucken kann. Eigentlich geht das ja gar nicht.
Krass, aber er kann's. Okay, dann müssen wir hier hin. Nur er hat mich gesehen, oder? Moment mal, wenn ich ihn jetzt angreife. Sieht er hinten nicht. Oh, das ist interessant, das wusste ich nicht. War das schon mal gut zu wissen. Und tot. Diese Tötung, okay. Hat keine Flasche gebraucht, okay, sehr schön. Mist, der das gehört. Okay, nicht schlimm. Wir können den auch so ausschalten. Darf halt nur keinen Alarm schlagen. Okay. You Billy? You can't fool me with those skin masks, froggies! You ain't taking my gold! Hey! Put the gun down! No froggies here! We just came to get the sniffer, okay? Why would I give you the sniffer when it gives me all this gold? Don't see no gold, buddy. You're walking on it! This room's filled with it! Elvis? I think Billy lost his mind. Fine, fine. Have it. But, as Badland traditions require, we must do a trade. I'll give you the sniffer for the girl. Billy, you don't want to know how much blood is on my hands. Okay, calm down. This red frog, real mean, he took it. Hopped back to White Castle. You stay right there, Billy. After we get the sniffer, we'll drag you back to face justice. Bet you a bag of gold you die before I do. Okay. Können wir uns später mal noch drum kümmern. Ist jetzt erst uninteressant. Jetzt wissen, was mich ja erwartet. Ja, den Ort kennen wir doch. Ja. Den kennen wir doch. Oh, toll. Lass uns doch mal gucken, ob wir hier einen anlocken können. Jade, komm mal hier hin. Du kommst. Hier hin. Schau mal an.
Jade. Sehr schön. Bye bye, Hexendoktor. Millipad. Follow me. Nein, den kriege ich nicht platt so. Sind die einfach eine Nummer ein bisschen zu hart. Wir müssen halt gucken, dass wir das hier alles irgendwie ausfinden. Oh, aber ich sehe gerade was anderes. Ja. Bin auch am überlegen, ob ich vielleicht... Warte mal, ja, die ist zwar... Die macht zwar die 20%, aber wenn ich jetzt mal... die hier hole... hat sie schon die 120. Hat dann nochmal zusätzlich die drauf. Roboter effektiv, aber irgendwie die Miasma ist nicht so effektiv, wie ich das gerne hätte. Gleich mal so. Einfach mal ein bisschen mehr Schaden. Gehen wir mal da drauf, ja. So, jetzt. Meine, wenn, dann kannst du ja auch wieder richtig. Du willst mich doch jetzt verarschen, Spiel, oder? Okay, nochmal. Nee, also das geht gar nicht. Also das ist jetzt mal... Irgendwo hört's mal auf. Das ist ja jetzt wirklich... Also, nee. Nee, also nee. Nee, dazu bin ich gar nicht bereit. Nee, nee. Tut mir leid, aber nee. Weil das macht für mich mal gar keinen Sinn. Das ist mal wieder so eine scheiß Willkür, wo hier gerade passiert ist. Und darauf habe ich jetzt mal null Bock. Ich verstehe, wie man super beistehen kann. Ich meine, freie Sicht und so, das macht ja auch keinen Sinn. 71%. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, du hast komplett frei. Wie? Welcher Idiot hat da die Berechnung gemacht? Ah, es ist jetzt mit ihr. Aber allein auch hier, Witz.
wir mal gucken, dass wir da nicht irgendwie in Schussbahn geraten. Ist logisch. Ist hier eine Wand. Ich kann mich nicht verstecken. Ist logisch. Ist ganz logisch. Eine Wand und du kannst dich da nicht verstecken. Logisch. Nochmal. Aber hier kann ich mich verstecken. Also... So, jetzt sind wir weiter aus. Wie, warum sollte ich denn da drauf schießen wollen? So. Irgendeine Sicht? Nein, keiner hat eine Sicht. Okay. Erstmal alles ausdünnen, was geht. Die Überlegung wäre, ob ich hier eine Flasche werfen kann. Und der das dann gar nicht mitkriegt, dass ich hier bin. Aber ich könnte den da unten wegkloppen, sehe ich gerade. Gehen wir mal nach oben und gucken, was wir da machen können. Das Problem hier ist halt, dass... Oh, Moment mal, vielleicht könnte ich hier... ein bisschen Krach machen. Nee, interessiert keinen. Decken sich hier gegenseitig, ja, das ist mir schon klar. Ich gucke mal, dass ich irgendwie nach oben komme. Ah, wo ging es denn hier nach oben? Und zwar hinten an das Gebiet. Nee, hier nicht. Hier auch einer? Das sind auch Gegner? Wüstenplünderer sind da hinten. Gehört ihr zur gleichen Gruppe? Ne, es ist eine andere Gruppe.
Okay. Ist dann erstmal uninteressant. Ist dann erstmal uninteressant. Ich weiß nicht, ob von hinten rum muss ich dann aber. Auf der einen Seite, was macht jetzt den Unterschied, ob da oder da? Eigentlich keinen. Eigentlich absolut keinen. Also du hier hin. Du hier hin. Okay, EMP, das ist schon mal gut zu wissen. Dann werden wir als allererstes Feuer. Dann als nächstes Rüstungsschuss. Flamme minus 80, habe ich das gerade richtig gelesen? Ne, minus 30. Dann wäre der nächste Runde tot. Ja, wäre seine nächste Runde tot. Der ist tot. Die haben das gar nicht mitgekriegt. Das war doch die gleiche Gruppe. Dann waren die wirklich zu weit weg wohl. Ja, das ist manchmal komisch, ne? Manchmal geht's, dann manchmal geht's nicht. Hab ich jetzt schon öfter erlebt. Der Feuermeister. Problem ist, ich glaube, du bist zu weit weg, oder? Darf ich mal gucken, bist du zu weit weg? Weil dann bringt's nichts. Du bist zu weit weg. Wir könnten warten, bis der da hinten komplett weg ist und dann gucken, dass wir den da irgendwie... Das wäre cool, wenn wir die da wirklich so Stück für Stück ausgeschaltet kriegen. Und dann könnten wir die vielleicht mit den Glasflaschen nachher da hinten... Oder ich baue da hinten einfach ein eigenes Fass hin und dann
Ist mal der da hinten. Also, ich habe die falsche Person gerade runtergeholt, ne? Ja, ich habe gerade die falsche Person runtergeholt. Aber ich kann nicht mal gerade gucken, ob wir den von hier aus kriegen. Nee. Man kriegt den von hier. So. Du warst doch richtig unten. Aber warum wurde mir das falsch angezeigt? Oder ich habe das falsch gesehen? Ist natürlich auch möglich. Nee, jetzt müssen wir warten, bis der andere Typ wieder weg ist, oder? Der andere Typ ist auch nicht in der Nähe. So, Elvis, jetzt habe ich dich. Das bist du. Das ist deine Waffe. Und du triffst von mir. Sehr gut. Du bist resistent auch gegen Säure. Jade. Alarmiert. Alle. Stay back. What? I had that. Sorry Leute, aber nee, sehe ich nicht ein. Sorry, das mache ich nochmal. Nee, das ist schon wirklich krass hart genug hier. Was da alles ist. Und da kann ich nicht solche Peak. Das kann ich einfach nicht akzeptieren. Das ist einfach ein Ding, das kann ich nicht akzeptieren. Du, nee. Das ist einfach eine Nummer, mir da ein bisschen zu krass. Das kann ich einfach nicht hinnehmen, so. Nee, das ist einfach eine Nummer, mir zu krass. Das ist dann wirklich schon eine Nummer zu krass. Jetzt warten wir, bis der wieder weg ist. Ey, das da ist ja übel, was da alles rumläuft. Das ist ja Wahnsinn. Die Typen sind ja einfach nur überpowered. Okay, der ist drin. Prozent ist es einfach. Helle Wahnsinn. Stay down! 95. Ich hab doch... Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich hab den gerade getackelt. Und das Spiel sagt nee. Ich hab den... Och, komm schon. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal bei dem Spiel gehabt. Das habe ich damals in der Arena auch schon gehabt, die Scheiße. Das ist mir echt krass aufgefallen, dass manchmal die Bewegungen nicht passen.
Ja, das ist doch wirklich eine Schikane, ey, dabei. On point. Das ist doch wirklich jetzt langsam. Also das geht ja jetzt echt ins Lächerliche hinein. Jetzt warten wir wieder. Er ist drin. Und jetzt. Alarmiert? Ja, nicht. So, du machst einfach einen 100er Schaden normal, ne? Aber wir gehen halt vor. Der macht nicht den Schaden, den er machen soll, ne? Du bist immun gegen Feuer. Warum machst du... Ne, der macht den Befehl da nicht. Habt ihr es gesehen? Schon wieder. Der tackelt den einfach nicht. Der muss den tackeln. Der tackelt den einfach nicht. Der tackelt den einfach nicht. Hold back. Und der ist nicht immun gegen Tackeln. Ganz klar, nicht immun. Aber der tackelt den nicht. Ich greife den Typ jetzt da von seiner Flanke an. Der tackelt den einfach nicht. Das Spiel hat gerade große Probleme. Gerade ganz, ganz große Probleme. Der tackelt den nicht. Warum? Okay, was bist du jetzt immun? EMP-Betäubung? Das ist ja keine EMP-Betäubung, das ist ja Tackle. Tackle ist keine EMP-Betäubung. Der ist alarmiert. Aber Tekken ist keine EMP-Betäubung.
Ja, lauf doch noch weiter. Hackeln ist keine EMP-Betäubung. Gar nichts von da oben? Sind die so weit weg? Need to reload. Echt? Wenn ich die so nah rankommen lassen? Okay. Dann überspringe ich die Runde. Ist da noch ein Hexendoktor? Nee, ist der einzige. Aber ich verstehe das gerade nicht mit dem Tackle. Das ist halt das Problem bei diesen Plexigern, die haben so eine scheiß Reichweite. Abartig. Jade. %55, ich würde mal sagen, das. Das ist halt echt so das nächste Problem, ne? Mit diesen scheiß verdammten Berechnungen wieder. Ist doch wieder einfach zum Abkotzen, ey. Immerhin mal kurz. Erstmal folgendes. Du kriegst erstmal Millipad. I got you. Thanks, brother. Kann jetzt natürlich nicht machen, weil er. Ja. Okay, der hat sich da irgendwie festgehangen. Der Hexenmeister. Das ist die Frage, was wir mit dem machen. So, wen holen wir uns als erstes? Also ich würde sagen, dieser Säuretyp ist schon ein Problem. Aber dass wir den besser kriegen. Jetzt könnten sich hier wirklich mal solche Granaten nützlich erweisen. Und zwar die hier. So, wo geht der dann hin?
Fliegt nach hier. Ja, ich würde sagen, nach hier ist es am besten. Einen Sprung hier hin. An den Hexendoktor da irgendwie ran? Naja, aber ich komme an ihn ran. Dann kriegt er noch mal eine rein. So, der saure Typi, der hat sich da hinten irgendwie komplett festgefahren. Autsch. Ich glaube, dass ihr euch dahingestellt habt, war jetzt eine richtig dumme Idee. Remember my name! Diggs! Diggs, ladies and gentlemen! What? Oh, ja, das hätte doch ein bisschen Crit sein, oder? Okay, egal. Wir werden jetzt den da erledigen. Dix ist ja voll, oder? Naja, dann hol mal eine kleine, weil Dix ist voll. Weil das wäre Verschwendung. Boah, du hast gar keine Munition. Hold on a sec. Das gleiche hier. Den. Jetzt komm schon. Jetzt geht's plötzlich. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich weiß es nicht. Echt nicht. Du triffst ihn von hier. Wunderbar. Lad nach. Show you boys how it's done. Lad nach. Another one bites the rust. Tiger tough, brother. Tja, was mache ich jetzt mit dir? Das Coole ist, ich kann jetzt eigentlich mein ganzes Zeug, meine ganzen Cooldowns aufladen, weil der da hinten ja dumm rumläuft.
Ja, hol das Gott mit. Super. Medipad, wunderbar. Das war. Den müsste ich doch von hier treffen, oder? Das werden wir mal probieren. Ich triff den nicht von hier. Aber warte mal, wenn ich hier drauf gehe, müsste es gehen. Auf jeden Fall, meine ganzen Cooldowns sind jetzt wieder da. Gleich. Da sind sie alle da. Bei Dix sind sie auch schon alle da. Sehr schön. Feuer? Ja, lass ihn brennen. Can't even fight, can you? Scum sucking coward. Der muss sich ja jetzt bewegen, wenn er angreifen will. Ja, das macht er auch. Sollte kein Problem sein, hoffe ich, weil dann könnte man nämlich. Langsam werden die Dinger doch mal nützlich. Don't move, A-hole! Schön vor die Flinte. Oi. Also diese Säure und diese Feuertypik, das ist ja übel. Das ist ja richtiges. Jetzt gucken wir mal, was hier ist. Don't see this every day. Eine Schrotflinte. 90, 120?
Oh, Moment, das muss ich checken. Ich glaube, das ist die gleiche. Was hast du? Fügt Zielen. Das muss ich jetzt mal checken. Welche da ist. Moment, ich mach mal ganz kurz da alles raus. Das muss ich nämlich jetzt genau auch vergleichen. Die Reichweite von dir ist besser. Munition ist besser. 15 Crit, ja. Ja, okay. Wie gesagt, das Ding kann man ja auch verkaufen im Notfall. Aber die Reichweite ist besser. Hatte ich das da drin? Nee. Ich glaube, ich habe es nicht rausgenommen, oder? So, das hier kann ich in diese Schrot reinmachen. Ja, das, das und das. So, warum kann ich das nicht in diese Schrot reinmachen? Jetzt geht's. War gerade irgendwie ein Anzeigebug oder so. Da würde ich sagen, was habe ich da gemacht? Ein Crit-Schaden und hier habe ich. Nee, was habe ich denn da hinten drin? Hatte ich echt sowas da drin? Gegen Menschen, das Ding benutzt man kaum. Roboter. Da müsste ich irgendwas anderes mir mal holen. Ein besseres Visier, aber. Ja, gibt es ein Visier gegen Kritsch? Was gibt es denn eigentlich für Visiere? Das ist jetzt echt mal die gute Frage. Hinterhalt. Die Reichweite wäre eine Option. Hinterhalt. Höhere. Da gibt es echt nicht viel, ne? Das einzige wäre vielleicht wirklich, dem noch eine Reichweite zu geben. Jetzt machen wir das mit dem Roboter wieder rein. Obwohl es bei der jetzt nicht viel bringt. Aber wow, sie ist richtig gut. Sie ist richtig gut, die Waffe. Es lohnt sich auf jeden Fall hier einen Angriff zu starten. Kaputter Goldschlüssel, Missionsgegenstand. Ein tot oder tadelloser Goldschlüssel, der den Kult im Grabe Schnapper Kunst angewandt wurde. That was a gold sniffer. Now it's useless. What do you mean? It's a hollow shell. Dumb Frog stripped the insides and wore it as jewelry. Oh, damn it. Let's grab Billy and get out of here. Kurz was gucken. Wäre so Billy zurück. Okay, kehren wir erstmal so Billy zurück. Aber das Gebiet da hinten interessiert mich auch. Vielleicht gibt es da auch noch was. Aber es lohnt sich echt hier hin, weil diese Schrot ist ja Hammer. Allein jetzt auch von der Reichweite her. Aber leider hat man mal wieder hier manche Mechaniken mich verlassen. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum ich den einen da nicht tackeln konnte. I know I ain't supposed to ask a woman her age, but I'm a bit curious. I'm 19. No, huh? No too much. Ach so, da hinten ist sie. Like 85. Does she look 85? I know women, little brother. And this woman's keeping secrets. You know women? Your last girlfriend was a vacuum cleaner. Die können wir eigentlich auch noch auseinandernehmen. Why do you keep tormenting me? I can't do this anymore. I can't tort. Okay, die Mission ist noch nicht durch. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal noch um die da. So, dass die einen da mich nicht direkt vielleicht schnappen können. Jade, mit deinem Scharfschützengewehr immer ein bisschen zurück. In dem Fall bitte hierhin.
Er ist nicht drin, ne? Boah, war das gerade knapp. Hier nicht jetzt, oder? Eigentlich nicht, nee. Hab ich Rüstungsschuss? Ja, den habe ich. Dann würde ich sagen, fangen wir mal hier mit dem Rüstungsschuss an. Prozent. Nee, das ist mir dann. Oh, falsche Waffe geholt. Fuck. Wir könnten das machen und die Waffe kann. Und der 5%. Yeah, yeah, yeah! Come on! That's how we do, bro! Quit jumping in front of my bullets! Okay, komm hier hin. Oder weil sie sagen, der Angriff ist abgebrochen, weil der hat es nicht mitgekriegt. Das wäre jetzt der Hammer gewesen. Ach komm schon. Warum? Warum kannst du mich retten bei dieser Bewegung? Hell no! Ja, wir müssen den da loswerden. Ich bin ihn nicht losgeworden. Ah, jetzt hat er einen Fehler gemacht. Rough way to check out. That's how you do it. Kann jetzt nicht reden. Oh. Running on fumes. Need some help. Got him. Also ich finde diese Gegner bis jetzt am allerschlimmsten. Man kann die ja aufrufen. Naja, vielleicht sollte ich das auch mal machen.
So, ich habe die Hoffnung, mal Glück bei der Mission 25, dass ich jetzt meine volle Heilung kriege. He shot himself. Love of gold took this man's soul. Sniffer's broken. Billy's dead. This is a disaster. What do we do? Only thing we can do. Get the hell away from this place. Okay, immer noch nicht. Kann man noch was machen hier? Nee. Wohin? Berichte. Wang. Dann machen wir das. Oh, aber diese Nebenmission hat echt in sich, also wow. Vielleicht gibt es ja noch eine Mission, weil da hinten war ja noch Gegner. Was krass, dass hier echt noch eine Nebenmission versteckt war, ne? Why you're looking at me like that? We found the gold sniffer, but it's a hollow shell. Useless. Damn it! We're not gonna have enough gold for the collectors. Where's Billy? He's dead. You killed him? He killed himself. My asthma made him insane. Sorry we messed this up, Frank. First, you call me Sheriff. Second, there's no time to cry about shit. Get out there and protect this town, okay? Here, take this. You're gonna need it. Do me proud, Deputy. Yes. Wir haben alle Nebenmissionen, jetzt weiß ich's. Plastik 500, sehr schön. Oh, kein Levelaufstieg. Ich hab's noch nicht geschafft. Ja, mir fehlt noch ein bisschen, was ich aussieht. Aber wir haben jetzt echt alles. Wir werden noch hinten hingehen, werden noch die Plätten gehen. Also das habe ich auf jeden Fall noch vor. Aber das machen wir im nächsten Part. Das war's von dem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.